Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter die Ernte hier. Jetzt helfe ich auf Feld Nummer 47. Feld Nummer 42 ist ja fertig. Und wir werden einfach hier so anfangen. Mitten drinnen, ne? Braucht man nur Tank ausreicht. Bin da zuversichtlich. Soja ist ja nicht so ausgiebig. Wir fahren einfach geradeaus, ohne groß zu lenken. Lassen Lenker mal neutrale Stellung. Ja, geht rüber. Letzten Zügen heute, ne? Also mit der Ernte. Geht ja weiter hier, sehen wir überall. Ist überall schön voll. Zwei Fahrzeuge fahren aktuell gerade weg. Der eine 142 und der andere 147. Das sieht im Großen und Ganzen gut aus. Links sehe ich gerade den Neuholland mit zukommen. Und rechts müsste John Deere sein. Ist er noch auf geht's, ne? Fahrer zu sehen, das läuft ja so einigermaßen. Ne? Manchmal ist es ganz verrückt, dann geht gar nichts und dann wiederum läuft ganz gut. Tag. Ja, aber so in großen Fällen sind drei Fahrzeuge notwendig. Ne? Also auf längere Sicht muss ich mehr Drescher haben. Das ist auch nichts. Die Erntezeit ist immer recht kurz. Lieber kann ich 3-4 große Felder haben und dann lasse die arbeiten. Ne? Hier auf 13 war ja auch ein extrem langer Ritt. Für eine Woche, glaube ich, sogar. Drüber weg sogar, plus Livestream. Warum mehr? Nutzt auch nichts. Da können auch zwei Felder praktisch die 3-3 arbeiten. Ne? Ja, jetzt haben wir einen fast vollen Tag, Korntag. Ne? Wie schön. Meiner ist auch fast voll. Ne? Auch über 80% schon. Aber keine Sorge, die kommt Blocking 0 km/h. Das könnte aber ein Ding sein hier, ein Abfahrer, der gerade steht. Ja, ja. Da wäre es ganz gut, wenn man es verstehen würde, wenn das was bedingt wäre durch Unfallblocking wäre oder einfach durch wartet halt, ne? Das wäre ein bisschen angenehmer zum, nicht zum Fahren, aber zum, man wüsste Bescheid, man müsste sich keine Gedanken machen, ne? Ab und zu müssen die warten, die Brüder, ne? Dann müsste sich den anderen Anonymous, der ist noch nicht zurück, das dauert noch ein bisschen, ummogeln auf Feld Nummer 47. Habe ich nur einen Abfahrer eingestellt mit? Wir machen ihn mal kurz voll, also ne, also kurz, und dann schauen wir gleich, ob wir noch einen weiteren Abfahrer haben. Hier waren glaube ich zwei, das stimmt schon, das passt glaube ich. Der muss voll sein für groß, für Outdrive. Sonst kommt da keiner, denke ich mal so. Schau mal, da ist der eine. Die blinken, sind die voll. Einer ist da. Wieso? Habe ich den nicht aktiviert, den Kurs B, Outdrive? Das kann sein. Das ist nicht angenommen, das kann nicht sein. Dass ich da... Das ist ungünstig. Wir haben eine Zeit, 04. Habe ich nicht aktiviert.
Ich habe es nicht aktiviert, das ist schlecht. Das heißt, kurz Pause, Unterbrechung. Ich bin gleich wieder da. So, Pause. So, Pause Ende, wir machen weiter. Jetzt geht's. Ich musste das kurz aktivieren. Ich habe die Befürchtung, dass er abbrennt. Und dann mal kurz. 47 passt. Den anderen muss ich auch umstellen auf Nachbarfeld. Ich hätte nicht ausgereicht. Ich musste aktivieren. Ein extra. Das wäre ja Quatsch gewesen, ne? Wieso, wo willst du jetzt hin? Den müssen wir umstellen auf Feld Nummer 47. Weil der Feld Nummer 42, das bringt ja nichts mehr, da ist ja nichts mehr zu holen. Hier kurz dabei bleiben, gucken, ob der leer macht. Ja, das macht ja das gut. Ja, und dann können wir ganz kurz gucken bei den Tieren. Das geht doch mit. Mal ganz kurz Kontrolle, Station passt. Da müssen wir umstellen. Das wäre eine Locke. Da gehen alle rein. Die Tiere kommen auch weg, gehen auch nebenan rein. Dass ich dann am Ende einen Stall habe, im Prinzip dann nachher gesagt, okay. So, ich fahre sie alle da rein. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls kommen die alle da rein. Ich könnte ja da bleiben. Gut, das läuft. Erstmal hier unsere hier wollte ich was machen. Ach so, dass wir hier die Silage verwerten können, muss ja von drüben weggefegt werden. Und hier ist aktuell bei 11%. Hier muss ich mit Kursplay in Kurs fahren. Ja, soweit ich weiß, Radlader drüber fahren, rüber komplett durch und dann wieder zurück. Ich habe mir noch nichts angeschaut. Also, das wird lustig. Und dann auch einen Anhänger rauf und von Anhänger rauf Richtung, ja, ne? Entweder globaler Markt oder Silage in. Aber Silage wird ja in den BGH gar nicht viel gebraucht. Das ist ja das andere Problem. Wo ist hier noch keiner da? Mensch, das ist so ein Cheat. Ein bisschen warten. Und unterwegs. Ja, so viel ist nicht mehr, ne? Gott sei Dank auch, sag ich nur. Also, das ist dann wahrscheinlich geschafft. Ach, letzte, der wird auch los, ne? Da fahren die lang. Naja, ich weiß ja auch nicht mehr genau, was ich eingefahren habe. Ging ja darum, das sind hier ziemlich schmale Straßen. Also hier zwei Fahrzeuge von vorne, sag mal so, das wird schwierig, extrem schwierig. Und deswegen fahren die eigentlich so, dass sie im Einbahnstraßensystem fahren. Ne? Vielleicht müssen sie aber relativ weit fahren. Ne? Aber die sind ja unterwegs, die zwei, ne? Die sind ja bald da. Ein bisschen Wald haben wir auch noch zu tun. Und wir merken, Feld 10 haben wir unser Eigentum, Feld 29, muss ich mir alles schön aufschreiben, 37, 38, hier die ganzen Felder, hier Wald, hier den einen Wald hier. Wo bleibt ihr? Der steht auch. Dann können wir den ein bisschen nehmen. Ist ja egal. Der ist leer.
Das ist ja eh nur ein Rest hier zu machen, also das von daher ist halt jetzt mehr oder weniger fast durch, ne? Also ist 9:45, dann nachher geht's auf. Ja, sobald das hier erledigt ist auf 20 hoch, 30 bis 0 Uhr, da kommt die neue Berechnung durch. Und dann ist es auch näher auf 30 bis 60 und dann ist es hell. Das heißt erstmal die Tiere mit Tiere umstallen beginnen. Also das müssen wir zuerst machen, denke ich mal. Muss ich, was im Lager drin ist. Das Silo muss ja noch silieren, das sind aktuell bei 11%. Das wird morgen noch nicht fertig sein, also brauche noch keine Gedanken machen. Muss nur mir einfallen lassen, wie ich die Fahrzeuge hinstelle zum Beladen mit dem mit der Radlader. Ich denke mal, das wird schneller gehen als mit dem Förderband. Ne? Ich werde wahrscheinlich auch Hänger kaufen, die nicht so hoch sind. Ne? Also lieber lasst die eine Runde mehr fahren, als oder jedes Mal den Hänger wegstößt. Ne? Muss ich mal schauen. Hier schon die unterwegs, ne? Ungünstig. Der kann ja theoretisch weiterarbeiten. Aber das ist glaube ich auch voll. Nö, ist noch nicht voll. Das ist Sam. 80%. Wo bleiben die anderen Fuzzis? Wo sind die? Haben denn in erster Lage auch nicht mehr kapiert, dass wir Regen kriegen. Aber mit dem globalen Markt, das war ja auch ein... Naja, wenn ich nicht geguckt hätte, hätte ich nicht mitgekriegt, ne? Ich war der Meinung, ich habe es aktiviert, aber gut. Man muss ein Programm erstarten, naja, wer nicht weiß. Globaler Markt funktioniert über eine Software, über einen Server. Da werden die Daten gespeichert und dann kann man die Daten auf einem anderen Spielstand übertragen, die werden aber übertragen und dann kann man es da kaufen. Also rein theoretisch, wenn man richtig, also den überregionalen Server hat, dann kann ich da verkaufen und einkaufen von anderen Spielern. So ist es aber bei mir intern. Also bei mir ist es, kann kein Fremder einkaufen. Es geht nur bei mir zwischen den einzelnen Karten, also Norden, Le Marche und hier von Thüringen. Dafür habe ich es gerade gemacht. Das ist ganz günstig, weil ich dadurch Getreide, was ich hier anbaue, auch dort entsprechend verwerten kann. Ne? Sam ist fertig. Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine ganze Spur zu machen. Du bist nicht fertig. Das wird schon mal gesponnen. Aber das ist der Helfer, der mag diese so nicht. Der mag das nicht, weil ja. Deswegen ist für mich Kursplay das einzig wahre für die Feldarbeit, ne? Also ob nun Pflügen oder Guppern oder hier merken, dass ich die beiden mittleren Folgen zusammenschneiden muss. Ich dachte mir, na gut, die 5 Minuten Folge fällt auf. Ja, du hast keine Abfahrer hier, ne? Hm. Blocking, blocking. Wo blockt der? Aber das sollte eigentlich, ja, knapp. Wo stecken die? Da. Aber die rühren sich, also gut, okay. Hoffen wir das Beste. Wir machen hier weiter. Bis ein Prozent kriegen wir noch rein. 14, 15. Geht noch einiges. Der Grüne wird auch noch fertig mit dem Streifen da oben. Wir sind alle drei ja voll. Nur so drei Hänger. Zwei sind ja hier, zwei leere, das geht rein.
Das ist rein theoretisch nicht so tragisch. Kriegerin. Wenn das ausmacht, ein bisschen auspusten, habe ich jetzt im Prinzip jetzt 7 Grad kältere Prozessor. Das ist gut. Schon Sorgen gemacht. Wo viel Staub nicht zu sehen war. Hat sich der Kompressor schon bezahlt gemacht. So eine Dose Druckluft kostet. Das kostet, also die kostet um die 6 Euro. So, jetzt aber kriminell, ne? Das ist typisch. Der braucht hier gar nicht wenden, aber der will unbedingt wenden. Ja, da kommen wir nicht ran. Nicht rein, das ist ja blockiert, ne? Okay, mal aus. Der ist aber auch fast voll. Na ja, gut, da ist er weg. Wo stehen die? Da oben. Ja, es kann sein, dass die stehen aus sind, ne? Ein bisschen dunkler, Bruder, aber sonst geht's. Nur noch ein Rest. Wo sind die? Da. Ich sehe nur die Umrisse von den anderen. Vom Feld. Den Drescher sehe ich gerade so. Jetzt einen blinkt ein bisschen. Ja, und der hat dann Licht. Dann können wir gleich den anschalten und dann können wir, dann kann er automatisch den anderen hier leer machen. Den Holland. So, liebe Schauer, das soll es auch für die Folge gewesen sein. Sagen wir schon Dank fürs Reinschauen. Ja, dann sag mal tschüss und ciao. Wünsche noch einen schönen Rest. Tag. Wenn man die Tage nicht weiß, ich glaube, ja. Mittwoch sein, ne? Mittwoch, glaube ich. Erst Mittwoch. Tschüss und ciao. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum Launert. Morgen. Ich bin wieder da. Tschüss.